Hallihallo! Heute geht es um Gravitation. Hier auf der Erde beträgt die Gravitation 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat. Aber was ist überhaupt Gravitation? Hier auf der Erde nennt man die Gravitation auch Erdanziehungskraft. Denn wir werden ja von der Erde angezogen. Die Gravitation ist aber auf anderen Planeten ganz anders und deswegen fliegen wir mal zu denen hin. Guten Abend, meine Damen und Herren. Dieser Mann hier, Isaac Newton, hat die Gravitationsformel entdeckt. Und so sieht sie aus. Die Gravitation ist nämlich abhängig von den beiden Massen, also zum Beispiel Erde und Apfel, und von dem Abstand dazu. Das ist hier das R². G ist einfach nur eine Konstante. Und damit gebe ich zurück, denn wir sind bald am Mond. Hey, jetzt sind wir also auf dem Mond. Und hier ist die Anziehungskraft nur ein Sechstel so groß wie auf der Erde, nämlich 1,62 Meter pro Sekunde Quadrat. Das heißt, man kann viel höher springen und fällt viel langsamer wieder runter. Cool, ne? Jetzt mal aufs Auto springen. Ui, 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 ui. Jetzt ist aber genug auf dem Mond hier. Jetzt fahren wir zum cooleren Planeten, nämlich zum Mars. Juhu, ja! Auf dem Mars ist die Gravitation zwar schon doppelt so groß wie auf dem Mond, aber immer noch viel kleiner als auf der Erde. Aber jetzt fliegen wir mal lieber zurück. Ich habe Heimweh. Und hier im Weltall ist die Gravitation so gering, dass ich sogar fliegen kann. Hui, 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 ah, Mensch, was für eine astreine Landung. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.